Ja, sehr geehrte Medienvertreter, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel FC Ingolstadt 04 gegen den 1. FC Nürnberg. Das Ganze vor 14.348 Zuschauern. Am Ende setzt sich der 1. FC Nürnberg, der Zweitligist, durch mit einem 1:0-Sieg hier auf der Schanz. Torschütze Dove dann 87. Spielminute. Tolles Spiel, tolle Atmosphäre und das erste Wort von unserem Gästetrainer, Herr Canadi, Ihr Fazit bitte. Ich kann mich genau diesen Worten auch nur anschließen. Ich denke, es war ein sehr, sehr intensives Spiel, speziell für uns, wenn wir 4 Tage später nach dem schweren Spiel auch gegen den HSV wieder antreten müssen. Und kann heute nur meinem Team nur ein Kompliment aussprechen. Sie haben bis zum Schluss daran geglaubt. Sie waren als Team, denke ich, heute auch sehr geschlossen. Und dass es schwer ist, hier dann auch das Spiel zu gewinnen. Im Cup zählt der Sieg, der Aufstieg in die nächste Runde, nicht mehr und nicht weniger. Und so ist es auch aus meiner Seite zu bewerten. Dankeschön, Herr Canadi. Jeff, ja, viel hat nicht gefehlt. Wie hast du das Spiel gesehen? Bitte schön. Ich denke, war ein Spiel auf Augenhöhe, auf beide Seiten kippen können. Sehr viel Einsatz, sehr viel Spannung, viele Torchancen auf beiden Seiten. Wir müssen die Tore machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir haben zwei, drei, vier sehr, sehr klare Chancen, vor allem erste Halbzeit. Wenn man die Tore nicht macht, kann man so ein Spiel nicht gewinnen. Nürnberg hat im richtigen Moment das Tor gemacht und deshalb auch verdient als Sieger vom Platz gegangen. Trotzdem Kompliment an meine Mannschaft. Da war wieder viel Leidenschaft, auch viel Qualität und eigentlich ein guter Auftritt. Ja, das wird uns nicht umwerfen jetzt für die Meisterschaft. Im Gegenteil, wir werden da einiges an Energie mitnehmen für die nächsten Spiele und dann geht's weiter. Vielen Dank, Jeff. Dann gehen wir in die Fragerunde, sofern es denn welche gibt. Bitte kurzes Handzeichen. Frank Linkisch vom Kicker fängt an. Herr Canadi, Sie haben ja unter der Woche noch Verstärkung bekommen mit Johannes Geis. Haben auch gesagt, Sie müssten ihn sich erstmal anschauen, wie fit er ist. Was hat denn letztlich den Ausschlag gegeben, dass Sie ihn gleich von Anfang an gebracht haben und wie beurteilen Sie seine Leistung? Er hat 90 Minuten durchgehalten. War nicht der Plan, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir wollten ihn so 60, 70 Minuten laufen lassen. Ich denke, das Spiel ist immer das beste Training, ihn schnell zu integrieren auch, dass er kein Fremdkörper im Team ist. Sicherlich auch ihn zu loben, nach 3, 4 Tagen dann eine gute Leistung abzurufen. Ich denke aber, dass er noch Luft nach oben hat, nichtsdestotrotz. Aber er hat uns, denke ich, doch auch in vielen Phasen, wenn wir im Ballbesitz waren, dann auch gute Bälle gespielt, hat das Spiel gut verlagern können. Und deswegen denke ich, kann er schon ein Spieler sein, der uns in Zukunft auch weiterhelfen wird. Dankeschön. Dann Thomas Kattenbeck vom Bayerischen Rundfunk. Torschütze für den FCN, man muss schon fast sagen, wieder Dovedan. Was zeichnet ihn aus? Ja, genau das, dass er im richtigen Moment auch das Tor schießen für uns. Und ich denke, er ist ein sehr leidenschaftlicher Spieler, der Spielwitz hat, der schnell ist, der immer wieder in der Mannschaft zusetzen kann. Und ja, deswegen haben wir ihn auch zum ersten FCN geholt. War die zweite Halbzeit das Spiel, das Sie von Ihrer Mannschaft sehen wollten, mit doch schnellen Spielzügen, schnelleren als in der ersten, nach vorne? Auch der Portugiese, der dann mehr über die Außen kam und dafür viel Druck gesorgt hat? Ja, ich denke, zweite Halbzeit haben wir es noch einmal besser gemacht. Ich denke, das Spiel am Montag ist uns noch in den Knochen gesteckt. Man hat auch noch ein wenig die Verunsicherung gemerkt. Die Chancen, die der Gegner kreieren konnte, waren aus einem Freistoß schnell abgespielt, wo wir, denke ich, nicht ganz so konzentriert waren in der Situation. Und wenn dann Fehler resultieren von uns, wo wir dann im Spielaufbau doch noch gemerkt haben, dass Nervosität herrscht, aber zweite Halbzeit waren wir dann ballsicherer, haben zwischen den Linien besser gespielt. Und deswegen hat es dann auch, denke ich, zweite Halbzeit aus meiner Sicht auch sehr verdient, dass wir es dann auch am Ende gewonnen haben. Auch wenn der Gegner schwer zu spielen war, mit langen Bällen, zweite Bälle, die dann runterfallen, der Zufallsball, der ist dann immer schwer zu verteidigen. Aber wir waren aufmerksam und ich glaube auch Lukas Müller hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Kutschke. Dann einmal die Bildzeitung, bitteschön. Sebastian Kerk hat die letzten Wochen keine große Rolle gespielt, heute aber aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht, nicht nur wegen seiner Vorlage, ein Wort zu seiner Leistung. Es war ein Teamerfolg. Grundsätzlich bin ich kein Trainer, der gerne über einzelne Spieler spricht, weil sonst müssen wir jetzt über jeden natürlich sprechen. Grundsätzlich war es in Ordnung. Ich denke, da ist auch noch Luft nach oben am Ende. Es geht wichtig, dass wir ins Team einfügen, dass wir diszipliniert sind, eine gute Einstellung haben. Heute war auch die Zweikampfquote eine andere wie noch am Montag. Und das ist eben wichtig, das ist die Grundbasis. Und das müssen wir einfach versuchen, jede Woche auf den Platz zu bringen. Und wie gesagt, da sind wir vielleicht noch manchmal sehr unstabil. Da müssen wir halt einfach diesen Prozess gehen.
Thomas Kartenbeck nochmal. Genau. Sie haben ja 6 Neue in die Mannschaft gebracht. Ist das so das Gustav für einen Pokal gewesen oder haben die sich heute mit der einen oder anderen Leistung tatsächlich auch wieder stärker ins Team gespielt? Nein, wir versuchen das ganze Team auszubilden. Wir haben einen großen Kader. Wir wollen versuchen, in die Meisterschaft zu gehen mit allen Spielern. Wir brauchen jeden Spieler. Ich glaube, kein Trainer versucht, 11 Spieler auszubilden, sondern versuchen echt einen breiten und guten Kader sich aufzustellen. Und das geht auch nur über Spielminuten. Und wir wollen nicht darüber nachdenken, wenn mal ein Spieler verletzt ist, ob wir den ersetzen können oder nicht. Natürlich ist es wichtig, gute Qualitätsspieler haben, so wie Misicjan, die so individuell große Qualitäten haben. Aber am Ende müssen wir es immer kompensieren. Und deswegen werden wir auch da, wenn die Leistungen passen, mal wechseln. Auch wenn wir ein Spiel gewinnen, heißt es nicht für den einen oder anderen Spieler, dass er dann die nächste Woche wieder aufläuft. Da heißt es wieder eine Woche gut zu arbeiten, gut zu trainieren und wieder schauen, dass er sich qualifiziert im nächsten Spiel. Gibt es denn sonst auch Fragen an einen der beiden Herren? Da das nicht der Fall ist, würde ich sagen, einen schönen Feierabend unseren Gästen. Eine gute Heimfahrt. Und alles Gute für die Meisterschaft. Dankeschön, ebenfalls. Coach.